Servus ihr Prügelbrüder, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den SMK Premium Panzer, Battle Rating, also Rang 2, Rang 2 war glaube ich, bei den Russen, Battle Rating 3,7, ist ein schwerer Panzer, hat zwei Geschütze, ein 7,6 L11 Geschütz, 113 Munition, wäre jetzt verfügbar, so viel habe ich jetzt nicht geladen, und ein 4,5 cm 20K Geschütz mit 300 Munition und noch ein 12,7 mm Maschinengewehr, leicht verfehlt. Ein dicker Maschinengewehr, 55 Tonnen bringt der Kolosse auf die Waage, maximal würde er 38 km/h fahren, also geradeaus jetzt, bergab natürlich ein bisschen schneller. Und ihr seht den kleinen weißen Punkt da oben, das ist das obere Geschütz. Ich feuere und feuere das andere, dann feuere ich und feuere wieder das andere. Und das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Also, ich glaube, also der weiße Punkt, das eine Geschütz, ist halt echt nur für Glückstreffer. Ich habe damit jetzt nie gezielt schießen können, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch nicht wirklich geübt. Zumal es gar nicht so viele Fahrzeuge gibt, wo das möglich ist, die überhaupt, ich sag mal. Ja, jetzt hat mich das. Ich wollte gerade abfeuern hier, fuck. Die zwei Geschütze haben, die auch noch, ich sag mal, gleichzeitig mitdrehen. Da gab es doch noch einen. Scheiße, ich komme gerade nicht drauf, welcher Panzer es war. Also ich weiß, ich habe ein Video gemacht vor Ewigkeiten mit einem, der hatte auch zwei Geschütze und hat auch diesen meisten Punkt da oben gehabt. Da, das ist ein SU-122. Kann ich jetzt gar nicht richtig. Da jetzt. Das seht ihr übrigens in den Karpaten, wie man sieht. Ich habe mir das Ding mal gekauft vor einer Weile, weil es da echt im Angebot war und da habe ich es einfach mitgenommen. Ging jetzt, weiß ich, so teuer. Und wenn man so wie ich jetzt eigentlich auch versucht, so ein paar dieser Premium-Fahrzeuge zu sammeln, natürlich sind die hochstufigen echt teuer. Und ich habe immer noch nicht die Calliope. Obwohl ich sie echt gerne hätte. Ich glaube, ich habe vor einem Jahr schon mal gesagt, dass ich sie mir holen will, aber ich habe sie immer noch nicht. Ja, kostet halt immer noch so umgerechnet um die 45 Euro, kritischer Treffer, Motherfucker. Okay, das war eine Abschusshilfe. Kann man ja nicht ändern. Da haben wir auch noch was. Wenn man vom Teufel spricht. Ich schieße jetzt einfach. Ich dachte, ich schieße in seinen Munition, also in seinen Raketen. Wie sagt man, ich komme gar nicht auf den deutschen Namen, Raketenrack, ja, welches da drüber weggeschaut hat, über den Hügel, aber irgendwie nicht getroffen, komischerweise. Jetzt will ich natürlich mich nicht auf was anderes konzentrieren, weil ich weiß, dass da eine CIS-30 ist, oder ein CIS-30 Panzerjäger in dem Sinne. Aber irgendwas muss ich ja machen. Kann ich nicht drum rumstehen wie Prinz Poppel. Vielleicht doch erstmal vorfahren und ein bisschen rumgucken hier. Tüdelüdü. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass die CIS-30 weg war. So. Ha! Ein Panzerjäger schon mal weg. Immer mehr Scheiß. Das ist ja frustrierend hier. Aber okay, ich meine, ich bin normalerweise, weil ich das, also habe ich angefangen, ne? Eigentlich so ein ziemlich hervorstürmer, also ein stürmischer Spieler gleich vor und dann irgendwie versuchen sich irgendwo zu barrikadieren und dann rumballern. Aber in manchen Fällen ist es vielleicht doch besser, wenn man sich erstmal im Hintergrund hält und von da aus versucht ein bisschen zu operieren und dann so nach und nach sich vortastet. Bin mir sicher, irgendwo ist noch dieser verdammte CIS-30 Panzerjäger. Also vergessen habe ich ihn nicht. Okay, war jetzt nicht so clever. Okay, die Jack scheint sich nicht für mich zu interessieren. Also werde ich jetzt versuchen, die Illusion irgendwie ein bisschen zu beschädigen. Wenigstens schwer zu beschädigen. Hier
wie ein Delfinchen, aber ein ganz hässlicher. Okay, kritisch getroffen, wird es wahrscheinlich nicht abstürzen. Das ist ja ein russisches Flugzeug, warum soll er auch abstürzen jetzt? Knallt er dagegen? Ja doch, whoop. So, jetzt schaue ich mal, ob hier noch irgendwo offene Fahrt... Ach, da ist die Jacke noch. Krieg ich das noch? Naja. Shit. Okay, den werde ich nicht mehr schaffen. Schade. Einfach abgestürzt. Und da ich nicht drauf geschossen habe, kriege ich natürlich auch keine Abschusshilfe. Jupp, ich habe ihn gesehen. Da war er. Komm mal her. M10, der sollte doch funktionieren. Hier kommt da hier. Zup. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden oder nicht wirklich genau sagen, ob das eine Geschütz nicht einfach unnutz ist. Ja. Aber ich meine, ich habe schon Treffer damit gemacht. Ich glaube aber nicht, dass ich ein Ziel bisher zerstört habe damit. Getroffen habe ich jedenfalls, das weiß ich. Der Vorteil ist natürlich schon, dass man, klar, man kann auch, also man verursacht ja Schaden, wenn man wirklich Glück hat. Ja, aber gegen kleinere Ziele ist das eher unpraktisch. Vorteil wiederum ist, und so war glaube ich auch die Intention, dass man natürlich zwei Geschütze hat und natürlich doppelt so häufig schießen kann. Ne? So, da puppelt auch einer rum. Oh ja, das trifft sich gut. Der trifft sich nicht gut. Aber ein kritischer Treffer, das heißt Ladeschütz. Oh shit. Und ich will jetzt echt mit dem Bomber, ja. Ja, ich denke mal, ich muss zurück. Das ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt in die Luft gehe. Oh nein. Ich befürchte, ich werde mein Fahrzeug verlieren. Da ich jetzt so nah von den anderen stehe, könnte es natürlich passieren, dass... Oh, oh, oh! Die schießen auf mich. Wieso gehe ich auf den KV-1? Bin ich blöd oder was? Oh ja. Und ich habe ihn nicht getroffen. Und mit manchen Bombern bin ich irgendwie... wie soll ich sagen? Also da schieße ich über das Ziel hinaus. Selbst wenn ich in dem Moment abwerfe, wo es aufleuchtet, ja, wo man denkt, man würde jetzt wirklich exakt treffen, trifft es dann nicht exakt. Kann natürlich auch sein, klar, die werden sich natürlich auch bewegen. Ne? Ich will mir einfach noch den Erfolg holen. Ich hätte wahrscheinlich rausgehen sollen, wäre vielleicht cleverer gewesen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob ich abgeschossen wurde. Nö, ich bin noch da. Hey. Schnell reparieren. Oh. Puh, das war ja wirklich gerade noch rechtzeitig. Aber jetzt kommen sie vor hier. SMK. Oh! Ey! Den habe ich nicht gesehen! Der steht da vor meiner Fresse und ich sehe ihn nicht. Okay, der T-34 immer noch da. Oh, wie man sieht, ich drehe schon echt langsam. Ich wollte gerade sagen, hat er mich nicht mitbekommen, aber er hat mich mitbekommen. Ja, komm hoch. Jetzt kriege ich die Schwitzhände, echt. Wir haben gewonnen. So schnell ging's. Okay, 3 Bodenziele zerstört. Und ein Flugzeug zerhämmert. Ist doch schön, war eine schnelle Runde. Ich hätte natürlich ein bisschen mehr leisten können. Je größer die Karte natürlich, desto mehr kann man leisten. Ich glaube, in Berlin wäre es ganz anders abgelaufen. Ne? Jetzt auch gerade mit den neuen Gebäuden und Mauern, die sie ja noch platziert haben und so. Aber, oh, ist U5-1 fertig. Ja, das ist, wie gesagt, SMK gewesen. Hinterlassen ein Abo. Oder auch nicht. Bis demnächst. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.